Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich mit euch über Energiearbeit bei alten Verhaltensmustern und Blockaden sprechen. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Energiearbeit hört sich immer so ein bisschen esoterisch abgehoben an, ist es aber eigentlich gar nicht. Energiearbeit heißt nichts anderes wie mit meiner Energie selber haushalten können. Alte Verhaltensmuster oder Blockaden haben wir alle. In irgendeiner Art und Weise blockieren wir uns selber. Warum Energiearbeit damit hilft, ist einfach zu erklären, indem ich es ins Jetzt und Hier ziehe. Alles besteht aus Energie. Wir kommen in einen Raum rein, wir fühlen uns wohl oder wir fühlen uns unwohl. Das ist die Energie, die in diesem Raum ist. Wie wir selber damit in Resonanz gehen, also wie wir selber damit reagieren. Genauso ist es mit den Blockaden oder mit den alten Verhaltensmustern. Es ist etwas, was nicht zu uns passt, wo wir uns nicht wohlfühlen. Warum fühlen wir uns damit nicht wohl? Warum gehen wir da in eine negative Resonanz rein? Angefangen mit der Energiearbeit ist natürlich, dass man erstmal rausfindet, warum ist es so? Warum diese Resonanz da ist? Warum ich mich an diesem Ort nicht wohlfühle? Oder warum ich dieses Verhalten immer wieder anziehe? Das heißt, unser Körper sagt nichts anderes, wenn ich mich irgendwo hingezogen fühle, dann sagt er ja. Und wenn ich mich irgendwo abgestoßen fühle, sagt er nein. Das nennt man Kinesiologie, kann jeder selber lernen, kann man auch selber anwenden. Natürlich helfe ich gerne damit, ihr müsst mich nur anschreiben dafür. So, alte Verhaltensmuster. Alte Verhaltensmuster sind, warum falle ich immer wieder auf die gleiche Situation rein. Warum fühle ich mich in dieser Situation unwohl? Man sollte sich da schon Hilfe holen, ja, um diese Situation auflösen zu können. Meistens sieht ein Außenstehender leichter, warum, wieso, weshalb, als man selber. Man nennt es selber betriebsblind werden. Das heißt, ich selber sehe diese Situation gar nicht als so schwierig an. Mit einem Horoskop beispielsweise kann ich diese Blockade oder dieses Verhaltensmuster aus der Kindheit beispielsweise sehen und kann sie richtig benennen. Mit der Numerologie sehe ich aber auch, wann, welcher Tag, welche Lebenszahl, welche Jahreszahl dafür optimal ist, das alles aufzulösen. Es ist dann ein einfacheres Leben. Es ist ein besseres Durchschnaufen, ein besseres mit sich selber ins Reine kommen. Warum sollen wir es uns dauernd schwer machen? Und wenn wir in diese Resonanz gehen, in diese Energie, ist es doch einfacher, dass wir leben, dass wir atmen, dass wir schnaufen, wie man so schön sagt. Was mache ich bei der Energiearbeit? Bei der Energiearbeit für Blockaden und alte Verhaltensmuster arbeite ich mit einem Biotensor und arbeite ich mit der Kinesiologie. Also, was schwächt meinen Körper oder ihren Körper und was macht ihn stark, was kräftigt ihn? Und genau dieses Kräftigen wieder rausziehen, das ist der Trick an dieser ganzen Energiearbeit. Das ist kein Hokuspokus, das ist kein esoterisches Abgehobenes, sondern es ist ganz einfach mit der hauseigenen Energie, die man selber hat, umzugehen, bewusst zu machen und zu lernen, damit zu leben oder es halt gleich zu ändern, dass es für einen selber positiv ist. Darum geht's doch, dass wir uns wohl in unserer eigenen Haut fühlen. Bei Fragen gerne einfach mal eine Mail da lassen oder mir schicken oder einen Kommentar. Ich gucke sie mir alle an. Bis dann.